Und der noch nicht wieder verwirrt ist. Der noch nicht verwirrt ist, der so eine Fee, der Start zu sprechen rein kann. Kurz, schmerzlos und praktisch. Und jetzt bitte nicht angreifen, Yoko. Exe tot, weiter geht's. Immer schön durch die Wüste, wo der Cerberus sein zu. Irgendwas hat mich gerade abgefackelt. Der Cerberus hat sein Zuhause und wir treffen ein paar Chimeras. Ha, ist das schön. Bam bam bap. Bam bam bap. Mir fällt da gerade was auf. Gut, ich brauche muss mal gerade was schauen. Irgendwie wurde mir das Kampf gerade irgendwie ziemlich laut angezeigt. Ich hoffe einfach mal, man hat mich verstanden. Wenn nicht, Pech gehabt, waren nicht so viele Kämpfe. Hat man mich die drei Kämpfe halt nicht verstanden. Aber irgendwie muss ich doch zu dem Schatz da hinten auch noch kommen. Wie viele verschiedene Monstergrafiken hier rumrennen. Aufmachen, zwei Krafttränke erhalten. Und jetzt verprügeln wir noch ein paar Mantissenspinnen. Okay. Noch ein letzter Schlag zum Sterben. Ja, geh doch. Los, stirb, 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 stirb. Ich weiß, du willst es auch. Quatsch, sag dies nicht. Du willst es, ich will's, der Zuschauer will's, alle sind glücklich. Du hast deinen Zweck auch erfüllt. Sterben. Okay, die Map wäre jetzt geklärt. Damit geht's nach vorne weiter. Weiter durch die Knochenwüste. Die es irgendwie mit sich hat, mich abfackeln zu wollen. Der sieht schon so aus, als könnte man ihn wegrollen, aber dahinter könnte man nicht mal laufen. Und dahinter auch nicht. Oh oh. Okay, nochmal eine große Gruppe. Er ist der Einzige, der eine Fähigkeit hat, die alle trifft. Fällt mir gerade nur so mal auf. Ja, hau nur auf dich selbst, Yoko. Der Rücken kann verwirren, also muss er als erstes vernichtet werden. Aber eins muss man schon sagen, Kimuri, der macht einen netten Schaden her. Jetzt muss man nur noch rausfinden, wie viel er eigentlich aushält. Weil ohne Haushaltevermögen bringt ihm der Schaden auch nicht wirklich viel. Ich würde mich auch mal interessieren, wann dieses Verwirren ausläuft. Und tot. Hoffentlich ist es nach dem Kampf nicht mehr da. Gut. Verschwindet nach dem Kampf automatisch. Oh oh.
Cerberus verschwinde, danke. Da haben wir Steine im Weg. Und da haben wir einen kleinen normalen Buffy. Dem rennen wir jetzt vorbei. Werden ein bisschen mit abgefackelt, laufen hier runter und kommen in eine Höhle. Das sieht merkwürdig aus. Aber nicht allzu schlecht. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Die scheint eine Art Schalter mit einem Schädel zu sein. Immer beschädigen. Irgendwo in der Nähe ist etwas eingerastet. Oder besser gesagt, irgendwo in der Nähe scheint etwas eingerastet zu sein. Und der hier sieht merkwürdig aus. Wieso eigentlich nicht? Die Kristalle an der Wand hängen lassen. Auf jeden Fall erstmal den Wuffel wieder ausweichen. Und dann, lass mich raten, ja, die Steine sind weg. Die waren so provokativ da, aber da war doch klar, dass die verschwinden mussten. Ich habe das Gefühl, es geht noch weiter mit Schalterrätseln. Könnte sein, der jetzt was verpasst habe, weiß es allerdings ja nicht. Und einfach durchrennen. Und unsere Schlange, als hätten wir nicht auf sie gewartet. Heilen, heilen, heilen. Noch einen Heiltrank für ihn. Und dann wird jetzt geprügelt. Dieses Monster ist wohl einer von Veras Wächtern. Erledigen wir es. Okay, erstmal Hast auf sie. Erstmal draufhauen. Der macht Hast. Er macht. Nee, Heilung brauche ich nicht. Und er macht. Magische Verteidigung, Stärke, Fokus. Auf sich selbst natürlich, wenn er schon so super draufhaut. Verstandsbruch, okay. Also Stärke, Fokus auf sich selbst. Eine Heilung auf ihn. Der haut drauf. Und noch ein Stärke-Fokus auf ihn. Da, 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 da. Okay, bis jetzt macht das wie noch nichts Bedrohliches. Also draufhauen, draufhauen. Doppelstich. Draufzaubern. Einfach zum Ausprobieren. Dutch. Dutch. Wie viel Schaden? Achtung, okay, das macht wesentlich mehr Schaden als ein normaler Angriff. Achtung, 70. Na gut, nicht so krass. Kraftbruch, okay, schlecht. Draufhauen, einmal heilen. Halt, das könnte ich eigentlich mal ausprobieren. Wie viel macht das Schaden bei dem? Oh, ganz netter Schaden. Aber nicht genug, dass ich diese MP lohnen würde dafür. Also Rata kann ja anscheinend irgendwie nicht. So, Rata. Ich hab den Faden verloren. Naja, ist das der Boss kann jetzt nicht wirklich so extrem viel. Daher. Der konnte jetzt irgendwie gar nichts. Und tot. Kimuri ist stark. Das war's. Gehen wir weiter. Du! Verdammt, ich hab deinen Namen vergessen. Egal. Kereshu, Tsukete Karui, Suichi, Matetai, Kanaha, Melok, Tsukialanaha, Iruyachi, Meraito, Kashaya, Unek. Ne! Neko! Da steht Neko, Katze, Uneko,
Imatara, Watakaenshu, Urishu. Was gibt? Was gibt es? Es gibt Probleme, Meisterin Veras. Ein Problem? Was denn für eins? So richtig kann es nicht sein, dass du mich störst. Ich fürchte doch, Meisterin. Eine Gruppe Krieger ist auf dem Weg hierher. Ihre Bemühungen sind sinnlos. Bald habe ich die Magie, die dem Buch aus der Ephraim-Schrein innewohnt, absorbiert. Und da kann mich keiner mehr aufhalten. Das ist wahr, meine Meisterin. Dadurch werde ich Vorkehrungen treffen, sodass ihr nicht gestört werdet. Ich vertraue dir. Du wirst das schon regeln. Oh, Karte, Karte, Karte. Speichern. Schnitt.